Ich habe zunächst mal selber einen Redebeitrag vorbereitet. Vielleicht kann ich euch dann im Anschluss noch ein bisschen was über Ralf erzählen. Zunächst mal möchte ich über Sanktionen beim ALG II sprechen. Mithilfe dieser Sanktionen werden Erwerbslose dazu genötigt, jeden Job anzunehmen, egal wie schlecht bezahlt er ist oder wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind. Daher richten sich diese Sanktionen indirekt auch genauso gegen die Erwerbstätigen. Heute geht es mir aber nur um die Erwerbslosen, und zwar diejenigen, die schon sanktioniert wurden. Das heißt, denen das Geld zum Lebensunterhalt gestrichen wurde. Diejenigen haben dann ganz konkret kein Geld mehr, wie der Vorredner schon beschrieben hat, um sich etwas zu essen zu kaufen oder für Strom oder für Toilettenpapier. Manche nehmen dann eben das Geld für die Miete, dann können sie die Miete wieder nicht zahlen, dann ist es eben zunächst die Obdachlosigkeit, manchen wird auch noch die Miete mitgestrichen. Hätten diese Leute noch Möglichkeiten, an Geld zu kommen, dann hätten sie nämlich von vornherein kein Recht auf ALG II gehabt. Die tatsächliche Sanktion funktioniert also wie eine mittelalterliche Hexenprobe. Ich werde es kurz beschreiben. Die Hexenprobe funktioniert so, eine Frau oder ein Mann, die im Verdacht stehen, eine Hexe zu sein, werden in einen Käfig wurden, Gott sei Dank, in einen Käfig gesperrt, ins Wasser getaucht über längere Zeit. Und wenn man sie wieder hochgezogen hat und sie sind lebendig hochgekommen, dann war erwiesen, dass es Hexen waren. Sind sie tot wieder hochgekommen, dann war der Prozess auch abgeschlossen. Und genauso ist es bei Sanktionen, wenn die Leute, die noch irgendeine Möglichkeit finden, das zu überleben, dann haben sie oder gar verhungert, und das ist ja auch schon vorgekommen. So, es gibt jetzt einen Erwerbslosen, der heißt Ralf Böß. Der hat seit 1. November eine 90-prozentige Sanktion. Und er kämpft tatsächlich, und zwar, er hungert tatsächlich auch, und zwar ganz öffentlich seit 1. November. Er veröffentlicht auch im Internet ein Hungertagebuch. Da sage ich euch am Ende noch den Link. Gleichzeitig hat er Widerspruch gegen die kumulierten Sanktionen eingelegt, mit dem Ziel, bis zum Bundesverfassungsgericht zu klagen. Der Hintergrund ist, dass das Bundesverfassungsgericht 2010 und nochmal 2012 geurteilt hat, dass das Existenzminimum jedem Menschen zusteht und unverfügbar ist. Unserer Meinung nach, Ralfs Meinung nach, bedeutet dies, dass Sanktionen verfassungswidrig sind. Wir rufen dazu auf, besucht die Webseite der Unterstützerinnen von Ralf. Sie heißt wirsindbös.de. Kommt zu den Aktionen, postet zu Ralfs Aktion, sagt es weiter, denkt euch selbst Aktionen aus und vor allem wehrt euch selbst, wenn euch Sanktionen angedroht werden. Dankeschön. Das ist tiefster Ernst. Und wenn sich ein Mensch entschließt, unter Aufspielsetzung seines eigenen Lebens oder gesundheitlicher Schäden so etwas zu tun, dann ist das praktisch das letzte Mittel und die Verzweiflung kann nicht größer sein.